Hallo und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Animation Throwdown mit dem Herrn Sofort neben mir und mir, dem Herrn Gleich, auf unserem Kanal Sofort Gleich. Jo, Leute, es gibt mal wieder eine neue Box. Die haben wir, glaube ich, die hätten wir gestern eigentlich schon vorstellen müssen. Haben wir, glaube ich, vergessen. Ja. Da hast du vergessen. Also, da haben wir nämlich Du hier bist für die aktuell. Animation Throwdown News Ja, zuständig. da gibt es nämlich die Scientific Flag Box. Box, Bob, Box. Bob. So. Und da gibt es hier was Schönes, Neues. Einmal den Scientific Rivals. Also als Pre-Combo. Sieht echt nice aus, ja. Professor Farnsworth hier, da kloppt er sich mit dem anderen. Schöne Karte. Ähnlich sieht es jetzt hier aus bei Stop Hitting Yourself. Das war That's toll. my parfait. Sieht so geil aus, ne? Ehrlich, geile Karte. Capoeira Capoeira Reginald. Ach Reginald. du heilige. Ein Koala. Bill Daughtrive. Mega Und nice. Peter. Dann haben wir einen Peter. Und die Epics brauchen wir gar nicht so zeigen. Und dann haben wir hier so ein paar schrottige Epics. Was haben wir da? Disco-Krimi. Also auch wieder sowas, ne? Flag Defender, okay. Brainwashed Haley, Dojo Biden. Was ist denn das? Selbstverteidigung für Frauen, Friseurgeschäft. Friseurgeschäft Vasektomie. Und der Disco-Krimi. Also, naja. Auf jeden Fall eine coole Leute, Box. ich kann mich noch dran erinnern, wo ich damals die erste Epic gezogen habe. Ich war, oh mein Gott, das war wie eine Mythic heute. Ja, also erst mega nice Box, sehr interessant, kann man sich schon holen. So, dann kommen wir mal hier rein in die Combo Masteries von heute. Ja, den Bandit Bob, den hatten wir schon gehabt. Also das heißt, der ein oder andere kann jetzt die Mastery vielleicht sogar schon auf Stufe 2 bringen oder so. Geht das? Geht das? Ja, es gibt, soweit ich das weiß, 5 Stufen. Krass. Du musst aber bedenken, also den Fehler habe ich gemacht, als ich das erste Mal eine geile Combo gesehen habe. Ich weiß gar nicht mehr, welche das war. Und dann habe ich mir 2 Packs geholt, aber mit 2 Packs kommst du nicht auf Stufe 2. Also ein Pack für eine Stufe und dann für die nächste Stufe brauchst du dann schon 2 neue Packs. Das heißt also, Ach. dann brauchst du 3 Stück. Ne? So bedeutet also hier jetzt, sage ich mal, wer die auf Stufe 1 hat, müsste, um die eine Stufe weiter zu bekommen, eben die zweimal hier holen mit den 500 Gems und 1000 Gems für eine zweite Stufe, finde ich dann allerdings schon ziemlich heftig. Deswegen, also. Ist eine geile Combo, auf jeden Fall. Den einen oder anderen First Hit kann man damit auf jeden Fall landen. Ja. Geh mal ganz kurz da nochmal rein in die Combo. Wenn du da unten siehst, jetzt hier mit der Mythic zum Beispiel 19 und 21 Punch, dann hast du schon 40 Schaden beim First Hit. Das ist schon nicht schlecht, das Ding. So, dann geht's mal weiter in die nächste Runde hier. Da haben wir den Marionette Chris. Marionette. Marionette. Marionette Chris. So, und das ist also dafür 500, Copy. dafür 5, Kutschi Copy, ja, dafür 500 Gems. Also nein, das ist das Ding auf gar keinen Fall Gucci wert. Copy wieder. Wann habe ich das letzte Mal gesehen? Da, Rupert. Guck mal. Gott mit Rob und Rupert. Ey, Dinge siehst du ja gar nicht, Spielzeugkarten, weil Den damals, den Robert habe ich damals Quadfuse gehabt, mehrmals. ja. Oh, So. nein, doch, den Wireless Audio Transmitter. Ja, aber spielt eigentlich auch niemand wirklich. So, dann haben wir als nächstes den Clawplash Ich habe Fry. keine Ahnung, warum da diese Bilder, keine Ahnung, warum die nicht loaden, aber. Naja, weil das ist, die Combo ist relativ neu und die haben die Bilder dafür noch nicht drin. So, deswegen sind die nicht da. Aber die Werte stimmen trotzdem. Clawplash Fry. Ja. Muss man dafür jetzt einen Tausender ausgeben? Sehe ich jetzt nicht so.
Der eine oder andere hat den ja als Pre-Combo gehabt, habe ich schon gesehen. Also ich habe schon gegen Decks gespielt, da war der als, kam der plötzlich als Pre-Combo aufs Feld. Soweit ich das weiß, sind die Pre, wollten sie die Pre-Combos Wie auch. witzig das ist, Leute. Ihr könnt ja mal gerade gucken. Immer wenn er dann das böse Gesicht macht, beim Philipp Jeffrey, dann den normalen Freund. Stimmt, ja. Oh Mann. So. Also, es ist mega witzig. Erstmal guckt er so grimmig und dann hallo. Und dann wieder grimmig. Und dann wieder. So, es könnte gerade ich sein. So, und ja, also die Pre-Combos, ich weiß nicht, ob die inzwischen jetzt schon von der Combo Mastery abgedeckt sind. Also Kong wollte das machen. Kong. Ich, ja, Congregate, ja. Ja, Kong, Kong. Ja, ob das, ob sie es inzwischen schon gemacht haben, weiß ich nicht. So, dann haben wir hier Zink Saucier Bänder. Mit Restaurantkarten lohnt sich auch nicht wirklich, wenn man da mal kurz durchscrollt. Das da ist. Es sind drei Kombos, vier Kombos müssten es sein. Lohnt sich überhaupt nicht. Bedeutet also, diesmal Fünf Kombos. könnt ihr ganz locker, flockig den Shop einfach zulassen. Sechs Sei denn, Kombos. ihr wollt unbedingt eure Gems ausgeben für den Bandit Bob. Hier. Jo, wenn es euch gefallen hat, lasst mal ein Like da, schreibt was in die Kommentare, abonniert den Kanal und schaltet das nächste Mal wieder ein, wenn es wieder heißt Animation Throwdown. Mit mir, dem Herrn, gleich, macht's gut. Und dem Herrn sofort. Sorry. Dankeschön. Macht's Ich gut, hätte schon bis dann fast und wieder von der tschüss. Seite reingeflankt. Ich weiß. Also, macht's gut, bis dann. Ciao.